Wow! Die Spinne, die war aber böse. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Wer meinen Kanal nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und falls ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, tut das doch bitte mit einem Abo. Like da lassen, Kommentare sind auch hilfreich, um mich nach vorne zu bringen. Also vielen Dank schon mal dafür. Das hilft mir weiterhin, diesen Content zu bieten und mich nach vorne zu bringen. Und ja, wird oft vergessen, nehme ich mich selber nicht aus. Ich vergesse auch oft, Leute zu abonnieren. Und wenn dann eine Anmerkung kommt, dann drücke ich dann doch öfters auf den Abo-Button, als ja, wenn keine kommt. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber ist mega wichtig und das dazu. Ich bringe euch heute ein Spiel, was The Rig, A Star Map to Murder heißt. Es ist ein Adventure-Titel. Ja, man kann es am besten vergleichen mit den Adventure-Titeln aus den 90ern. Diese Point-and-Click-Sachen, Zack McCracken, Maniac Mansion, Indiana Jones und so weiter und so fort. Und nur, dass wir da wirklich drin sind im Spiel. Man zeigt nicht irgendwo drauf, bitte nehm das, benutze es damit. Sondern wir müssen das alles halt wirklich interaktiv machen. Ja, wir sind wirklich drin in diesem Adventure. Und mir gefällt die Grafik, der Sound, Beleuchtung finde ich echt cool gemacht. Und auch, dass man wirklich alle Gegenstände, die man so sieht, kann man aufnehmen, stapeln. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Es ist ein kleines Indie-Entwicklerteam aus, ich glaube, San Francisco war es. Und das Spiel ist total untergegangen. Deshalb wollte ich es jetzt hier noch mal aufgreifen und euch auch zeigen. Ich habe es damals beim Chris Reality gesehen. Danach ist es so ein bisschen untergegangen, auch von den anderen VR-YouTubern wirklich nicht viel Beachtung gefunden, meiner Meinung nach. Also ich glaube nicht, dass außer Chris viele Leute gezeigt haben. Und ja, bevor wir jetzt auf die Steam-Seite gehen und die uns anschauen, nochmal ein großes Dankeschön an 4DOS, der mir hier ja die G2 zur Verfügung gestellt hat. Der 4DOS ist ja ein Zuschauer, auch ein Patreon bei mir auf dem Kanal und unterstützt mich auch hier finanziell und mit solcher Hardware. Also vielen, vielen Dank dafür. Ist nicht selbstverständlich, dass man solche teure Hardware ja zur Verfügung gestellt bekommt, damit man das zeigen kann. Also vielen Dank, 4DOS. Und ja, falls ihr mich auch unterstützen wollt, könnt ihr das unten, gibt es Links, Patreon, Tipeee-Stream und so weiter und so fort. Und da könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr meinen Kanal auch cool findet. Und ja, ich merke halt immer weit mehr, dass ich den Anschluss zu den größeren Kanälen ja habe. Aus finanzieller Sicht auch, weil ich mir nicht alle Hardware leisten kann. Ich kann mir nicht alle 2-3 Monate eine neue VR-Brille oder ein VR-Gimmick kaufen, wie die Behaptics-Weste oder sonst was. Und da bin ich auch auf Hilfe angewiesen und die bekomme ich auch. Vielen Dank, Leute, die immer so schön spenden und auch abonnieren, ist egal, welche Unterstützung das ist. Aber die finanziellen Spenden sind natürlich auch mega wichtig, damit ich mir ja alleine auch Software wieder leisten kann, die ich mir sonst nicht kaufe. Hardware, ich habe mir jetzt vom Patrick, die von der Zockstube, habe ich mir die Smart Wireless Go Mikrofonsystem da gekauft für 100 Euro. Und dass ihr auch seht, die Spenden, die werden auch definitiv in den Kanal investiert. Und ja, ich kaufe mir keine teure Designer-Klamotten davon oder so. Das geht wirklich in den Kanal rein. Alles, was ich von euch bekomme, fließt in den Kanal hier rein, damit ich ja auch den Anschluss halten kann an andere Kanäle. Also das mal dazu. Okay, schauen wir uns mal die Steam-Seite hier an und ja, durchweg positive Bewertungen, 37 Bewertungen, davon 81% positiv, auch sehr gut. Es werden alle gängigen Brillen unterstützt, Index, Vive, Rift und die WMR-Brillen und zu der WMR-Brille kann ich jetzt auch sagen, ja, ist getestet, funktioniert. Wir spielen Willard Pike, ein ja, gescheiterter ja, Mars-Agent oder Mars-Detektiv. Und wir suchen unseren Bruder. Ob der tot ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Und die Suche führt uns nachher zu The Rig. Das ist ein ja, Bergbauplanet. Den sehen wir auch im Gameplay. Und da führt die Suche dann hin. Ich weiß nicht, wie weit
Oder wie lang die Spieldauer ist von diesem Game hier. Ich habe jetzt eine Stunde gespielt. Ich weiß nicht, wie weit es dann noch geht bis zum Ende hin. Aber ich werde das definitiv noch mal spielen, das Game. Vielleicht auch im Livestream. Dann könnt ihr auch ein bisschen miträtseln. Und ja, ich versuche in Erfahrung zu bringen, wie weit das Gameplay noch geht. Und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen, das Game. Für 12,49 Euro macht ihr absolut nichts falsch. Wie gesagt, Grafik super geiler Comic-Look, finde ich. Beleuchtung super. Auch die Umsetzung ist toll. Alles, was man so findet. Ja, hier sehen wir es gerade auch. Diese digitale Zeitung. Auch echt super geil umgesetzt. Und das sind so kleine Sachen, wo ich sage, boah, geil, das ist so gut umgesetzt, dass es einfach nur Spaß macht, da in dem Spiel zu sein. Nochmal zu den ganzen Reviews. Wenn ihr ein Spiel gut findet und ihr sagt, boah, ich möchte den Entwickler unterstützen, tut das doch bitte mit einem Review. Also es gibt immer wieder Titel, die einfach verschwinden, weil die einfach zu wenig Reviews kriegen und dann verschwinden die irgendwann auf der Suchliste von Steam und werden nur noch schwer gefunden. Und ja, wenn ihr einen Entwickler unterstützen möchtet und hofft, eventuell macht er nochmal einen zweiten Teil von einem Game oder einen neuen Teil, weil ihr gut findet, was er da macht, dann Reviews schreiben, Leute. Positive Reviews helfen den Entwicklern sehr, sehr gut und auch ja, auch alleine die Käufe natürlich auch, aber die Reviews sind halt wichtig, damit die Käufe halt weiter angekurbelt werden, ne? Ja, Leute, bevor ich jetzt hier weiter erzähle, geht's fast gleich ins Gameplay. Ja, wir sehen hier, deutsche Unterstützung ist halt nicht gegeben, aber es ist ein Indie-Titel und ein Indie-Entwicklerteam. Die haben natürlich nicht das Geld, da so viele Lokalisierungen einzubauen und deshalb gibt es halt nur die englische Sprachausgabe und auch die Untertitel. Ist schade, aber ich kann es auch nachvollziehen, es kostet Geld und wenn ein Titel wie der hier auch nicht so wirklich Beachtung findet, ja, ist es natürlich sehr, sehr schade und ja, vielleicht kann ich durch mein Video jetzt hier animieren, dass ihr das Spiel auch kauft, nochmal unterstützt und ja, es wäre natürlich cool. Und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal, ich rede jetzt hier nicht weiter. Schauen wir uns das Gameplay an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei The Rig, a Star Map to Murder und ja, wir sind hier in einem Adventure Game mit einer guten Story und leider ist das Spiel nur auf Englisch erhältlich. Das heißt, ich muss versuchen, so ein bisschen das zu verstehen, was ich hier sehe und lese und höre. Ich hoffe, es wird nicht zu schwer von den Texten her. Ja, lassen uns einfach mal überraschen. Und ja, wir haben hier ein paar Optionen, die wir einstellen können. Einmal Gameplays oder Gameplay, Movement, Move Fast. 180 Grad Modus, den haben wir natürlich aus, weil wir können uns ja hier normal bewegen. Comfort Mode habe ich auch ausgeschaltet. Die Haupthand ist rechts. Und Turn Modus ist Snap. Ist alles gut. Dann haben wir hier nochmal Audio Optionen. Kann man noch ein paar Sachen einstellen, also nur Subtitles. On. Ich lasse mal an, vielleicht können wir dann besser verstehen, was hier Sache ist. Show Controls. Hier können wir uns wirklich anschauen, wie das hier gesteuert wird. Touch-Controller, Wife-Controller, die Knuckles und da sind die Index-Controller. Und ja, die G2-Controller sind nicht dabei, aber das Spiel funktioniert mit der G2. Grafik habe ich jetzt ein bisschen runtergestellt. Es geht noch um Fantastic, aber dann ruckelt es zu sehr. Und ja, das habe ich auch mal ausgeschaltet, kostet auch ein bisschen Kraft und ja, mit der G2 braucht der PC ein bisschen mehr Grafikpower. Deshalb so ein bisschen runtergeregelt hier für die Aufnahme. Okay, ich würde sagen, fangen wir mal an. Neues Game und los geht's. Viel Spaß. To Abigail Reese Pike, recording on carrier channel NG16. These longer jumps through leap space take a toll. All migraines and lucid daydreams, like you're trapped in rock hard memory. In my head, I'm back in orbital lockup, 1 year ago, almost to the day. Oh. Wir werden hier langsam so rangefahren. Also wir sollen uns stillverhalten gerade. Okay. Diese Staubflocken, die sehen ganz cool aus. Stimmig. Was haben wir denn hier?
Ah. Keystring on door unlocks. Footsteps. Hey, got time for one more this morning? Yeah, just making the rounds. See the warden's memo? Says here inmate 216 goes free today. Ugh, Mr. Lucky. What'd he do anyways? Hands caught in the company cookie jar. Says he didn't do it, of course. Says his own brother hacked his corporate account. Same old story. Here's your junk out of storage, Mr. Innocent. I'll key him out, then let's go grab a coffee, yeah? Sounds pretty good to me. Mhm. Also scheint so, dass wir verdächtig werden, unseren Bruder umgebracht zu haben, glaube ich. So wie ich es jetzt verstanden habe. Kann man hiermit irgendwas machen? Wow! Die Spinne, die war aber böse. Okay. Will jemand mit uns Ball spielen? Ah. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Eine Taschenlampe. Taschenlampe ist schon mal gut, oder? Aber bringt uns jetzt hier nichts. Hier in der Zelle ist nach hinten raus auch dunkel. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Okay. Provisional Mars Citizen. Also unsere Karte. Personalausweis. Willard Hermes Pike. Januar 3. 2092. Okay, das sind wir scheinbar. Second Prison. Parole granted. Crime Employer Embezzlement Reach. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ah, das ist auch immer gut hier, so ein Flachmann vom Mars. Okay. Feuerzeug oder ein Schweißbrenner? Können wir auch eventuell gebrauchen. Zahnbürste. Da sieht man sogar den Schaum hier. Das ist doch cool. Also auch cool, dass man hier die Gegenstände, dass die miteinander auch agieren können und nicht durchrutschen oder so. Ist ja auch nicht überall so, ne? Guck mal, ich kann das hier so schön stapeln. Ist auch cool gemacht. Mr. Pike, please get in touch if you see this and are able while in lockup. I have a reason to believe your innocence. Be careful with whom you lay trust, Sylvia Diamond, Reporter. Innocence heißt unschuldig bestimmt, oder? Vermute ich mal. Okay. Ah. Also das ist ja ein geiler Knast, wenn das jetzt wirklich so ist. Ah, okay. Warte mal kurz. Options. Schau. Nicht Show Controls. Ich wollte diese Untertitel ausschalten, weil das zog so echt tierisch die Immersion raus. Haben wir ein Inventar? Nein, ne? Also alles. Auf! Oh, ist das dunkel. Old moments take hold in strange succession. I'd swear I'm staring down the old complex on Hyden Street, the way it was in August. 3 months ago. Also, 3 Monate zuvor. Aber grafisch ist das schon echt extrem gut, finde ich. Also, ich mag diesen Look auch. Auch Beleuchtung ist cool gemacht. Gut, Taschenlampe ist wie in fast jedem VR-Game nicht so wirklich toll. Da weint ein Baby. Ich dachte gerade, was ist los? Okay.
Keep Mars, true people only, Mars born. Oh, guck mal, da sitzt einer. Hallo? Hallo? Hi. Der guckt aber böse, oder? Okay. Okay, ist als Kamera überwacht, scheinbar. No AIs on Mars. Go home, sind Scum. Okay, das scheint so, dass es ein paar, Androiden gibt. Was meinen die mit AIs? I'd stopped by my office to grab some paperwork and maybe that single malt I'd been saving for a rainy day. Single malt hört sich ja gut an. Guck mal hier. Ah, das ist die Karte, okay. Hier müsste eine Klingel sein, da könnten wir mal klingeln und fragen. Business was bad and they were kicking me to the curb. Another week and I'd be begging on the streets with the AI refugees. Mhm. Having failed to pay for, okay, wir haben nicht gezahlt. Wir haben eine Klingel, aber die anderen nicht, ne? Ein bisschen komisch. Inventar finde ich hier cooler, aber gut, gibt's jetzt gerade nicht. Dann legen die Sachen einfach mal hier hin. Also vom Look her mega, gefällt mir richtig gut. Einzige Wermutstropfen ist hier wirklich, dass es halt nicht auf Deutsch ist, ne? Das ist sehr schade. Was ist hier? I'm sure you'll hear from Abby soon, but better for everyone if I stay missing. For good. Not that you care, but I'll be alright. Just remember the really good times, okay? Like when we finish that old model? That's the day I'll always hold on to. Dicks. Mhm. Hey, Willard. Come in. Who is it? Who is it? And why should I care? We should really do something about this place. It's disgusting. Hello. Hey, did I ask for any... Wait, God. Abigail, is that... Anyone else you know come knocking in this part of town at 1 a.m.? Ich kenne sie zwar nicht, aber ich habe sie vermisst. I know you said we weren't doing this anymore, but well, it's hi, good Abby. To see you again. Na? Too long, Will. Missed you too. Du kleine du. I wish I could say I just wanted to see your face, but oh. How long had it been? Dann müssen wir hier mal stehen bleiben. Since you'd driven me home from lockup, and our nights together since were few and far between. You looked different now. Scared, even. It's about my husband. Your brother, I mean. Dixon isn't... I don't know where he is. Want me to point you to a couple of popular, massage parlors, or...? This time is different, Will. He's gotten himself into something bad, worse than usual. I keep getting strange calls for him. Cam drones following my son Peter and I, and... Look. I need you to find him before he gets hurt. Or worse. I made this copy of his holo console with all the files he had disappeared. Wir sollen ihn finden. He never tells me his passwords. Maybe you'd have better luck. Or family, after all. Also von der Audiospur ganz cool gemacht, aber dass es so schallt. Also hier ist jetzt nicht so ein Raum, wo es so schallen sollte, ne? Die raucht. Ah. Was haben wir denn hier? Wow. Passcode. Username Dixon Pike. Login 2132. Reminder Adventure.
Waits beneath even the smallest challenge. Okay, jetzt brauchen wir irgendeinen Code, ne? Keine Ahnung, 2132 vielleicht, aber glaube ich nicht. 2, 1, 1, 3, 2. Okay, da müssen wir wirklich mal schauen, wie wir was rauskriegen. Ich wollte mich hier auch noch mal ein bisschen so umgucken. Was gibt's denn hier alles? Also die Sachen sind schon cool gemacht, ey, muss man sagen. So richtig futuristisch. Was bist du für einer? The hell was that thing? What the? Na, schauen wir mal. Schauen wir mal durch. Da oben ist. Ach, da oben fliegt irgendwas, ne? Gucken wir mal durch. Boah, ist aber schwer, das zu lenken, das Ding. Da! Da sehen wir auf jeden Fall einen irgendeinen Planeten oder so, ne? Okay. Was haben wir hier? Nobody. The parole board asked me to keep these entries going, but they rarely check. Just as well. I can get pretty low. That said, Abigail came by again last week. She said it was to press me for data from one of the projects I was on before the whole embezzlement frame-up. Back then, I was charting top-value unclaimed exospace property, so we could do right and offer large philanthropic deeds to settlers displaced during the whole Earth War thing. Guess she's making sure that's still in the company plans, even with me out of the picture. Which is nice to hear. Well, I didn't know much, but she pressed me all right, till about sunrise. And sure enough, I did remember some of the loopholes I'd pulled in insurance. Das ist ein bisschen zu viel. Oh, cool, dass man hier wirklich alles, was man so nimmt, nutzt er auch. Ne? Jetzt haben wir hier einen Kringel gesmoked. Wir können Tee oder Kaffee trinken hier. Regen aufsammeln. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich wollte euch das Game so ein bisschen zeigen. Ich versuche gleich nochmal ein bisschen mit ihr zu reden. Unser Kühlschrank. Okay, Pizza. Und hier ist guter Stoff. Okay, der bewegt sich aber nicht, der gute Stoff. Ja, wieder Taschenlampen. Taschenlampen sind ja keine Mangelware, ne? Steht was drauf? Will, glad we finally get to work together. By the way, bring your brother out to lunch with us again. Sometime he was fun, Abby. Okay. Na, guck mal, hier können wir auch. Hey, cool. I've thought about smashing that old model a good many times lately, but never had it in me. It's not like Dixon I'd find any relief if I did. Describing the completion date under the Challenger right. Model. So proud of my boys. Ja, noch dahin, wir müssen immer noch den Code finden dafür. Access. Mach mal auf hier. Schlafzimmer. Abby, komm mal her. Ich muss dir mal was zeigen. Hey. Okay. So. Okay, so I'm maybe holding a teensy grudge. Finden wir hier irgendwo den Code oder finden wir hier irgendwie was raus? Security system somehow disabled for 10 seconds. Still not sure how we did that. Dixon's house. Okay. Oh, come here. An old Earth shuttle model, the Challenger. Dixon and I built it together one summer when we were kids. Nightmare project, months of work.
but that we finished it meant a lot to both of us. Like, somehow it said we could face anything together. That was all a long time ago. Ah, guck mal hier. Stopp, stopp, stopp. Okay, eine kleine Karte so, ne? Lass einfach mal an. Und guck mal, eine Dartscheibe, ne? Oh. Die fliegen aber blöd, du. Aber können die von hier aus mal so... Warte mal. Kann man die... Okay. Das sehe ich jetzt erst. Sie ist ein halber Android. Merkst du das, Abby? Okay. Was haben wir hier? Steht da irgendwo was drauf? Ne. Okay. Können wir jetzt nochmal hier mit der reden? Nein. Das war alles, was wir hier aufmachen können, okay. Ziemlich unordentlich, das Ganze hier. Passcode. Könnte das hier irgendwelche Hinweise noch haben? Da ist auf jeden Fall die Lampe zu sehen auf der, auf dem Bild hier, ne? Steht hier irgendwie was drunter. Und die haben dieses Space Shuttle, ne? Warte mal, ich gehe mal ins Schlafzimmer. Dann schauen wir mal, ob wir das dieses Dings auch nehmen können. Ja, guck mal. Aber hier steht auch nichts drunter, ne? Ne, okay. Noch was drauf. Willy, your small time dogs at Laputa hold way better office parties than Stella. Stella? Keine Ahnung. Call me sometime, you are a damn good kisser, Abby. Okay, Abby, ich wusste das. Ja, hier steht auch nichts mehr drauf, ne? August 1st, the Mars Independent Press. This reporter... Ah, guck mal, da hinten auf der Scheibe ist irgendwas. Da müssen wir noch ein bisschen höher. You are being watched. Contact me. Nee, man kann nur hoch oder runter. Okay. Also wir werden beobachtet auf jeden Fall. Da hasset. Hey, fuck you, asshole. Ich kann sogar fangen. Hey. Hey, fuck you, asshole. Komm. Das ist cool.
Abby, Abby, Abby. Man liest hier nur überall Abby. An old Earth shuttle model, the Challenger. Dixon and I built it together one summer when we were kids. Nightmare project, months of work. Guck mal hier. That we finished it meant a lot to both of 2106. Us. Like somehow it said we could face anything together. That was all a long time ago. Musste was damit zu tun haben. Well, look at that. Dixon's always been private. See if you can make some sense of all that. Notes. Star charting better than anyone. Startchart Destinations Sketches E-Mail. S Diamond Mars Press. Dix, we need to do more digging. Also mehr nachforschen before confirming letters to public. Too big a story to screw up. Meantime, keep low profile, maybe hide out a while. Be in touch again soon. Also wir waren auch irgendwas auf der Spur. Mode. Das ist ganz cool gemacht. The Empty Womb. Okay. Musikarchiv geht nicht. Okay, da waren wir gerade. Starchart. Ziele. Wow. Okay. Constellation Virgo, the maiden goddess. She saw the inherent wickedness of the human heart and exiled herself to the stars out of fear and disgust. There's an outpost there at Wolf 424A. Keep looking. Dixon must have left some clue behind. Also das sind jetzt alles Punkte, wo wir hinreisen können, scheinbar. The great crab, Cancer, was destroyed by Hercules, but the spiteful goddess Hera set the creature's spirit free among the stars. Komm. Wir reisen einfach mal. Think I found it. Also das wollte ich euch noch zeigen, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr hier machen können als... I know you two aren't on the best of terms, but Peter needs his dad, and I didn't know who else to ask. Can you go? Get Dixon to come home? Please. Please bring Dixon home. For you, anything. God damn it. It's hard to say no to you, Abby. I know. One of my favorite things about you. Dixon's lucky to have a brother like you. I'm not doing it for him. Ist das noch? When you're ready, that's the EC-12 Reach gives me for work travel. Nobody will miss it. It's a little jumpy, but it's got onboard AI and serious fuel mileage. So ein Raumschiff oder eine Waffe? Könnte auch eine Waffe sein, ne? The old drifter lingered in the dark, waiting like an open casket. And I could almost touch it. Wow. Kein Raumschiff. You said you didn't know who you were anymore. You were saying you lost your path or your purpose. Don't you think? Well, maybe this is the start of one. That was then, and I should have said no right there. Me, Abigail, Dixon. There's a comet's chance in hell we all make it out alive. And odds are good, it'll be my fault.
cue. A hard stop falling into orbit, back to stark reality. That first star I visited was a bust. Sorry, Abby. Prison G. I've got on Solvay Dixon's star map, and it's cost me months of bouncing back and forth searching on guesswork. Will you please remember treat this ship as if it were your own? Ah, so, okay. I'm recording this on the ship's audio log system, like you asked. Don't you dare. Also wage es nicht, wahrscheinlich. Und wir sollen das Schiff wie unser eigenes benutzen. Okay, was hier? I've made a goddamn mess of your ship, Abigail. Glad you can't see it. Actually, Mr. Pike, she might. As we've re-entered civic space, I'm now required to take full spectrum visual records as your assigned legal operations guide. I'll be submitting these to your Mars parole office. Lock, I'll be submitting records to your parole. That's fine. Thanks, Log. Glad to have you keeping me out of trouble. Though my capacity to intervene is limited to light and audio cues, I do strive to make the most of them. Okay. Komm, das versuchen wir jetzt noch hier. Hey! Cockpit haben wir alles am Start hier. Gehen wir jetzt nochmal in dem Raum da, mal kurz was schauen. Sir, though I am merely a parole AI, I am also here to assist where possible. Do come speak to me in the main cabin whenever you should need guidance. Or even, dare I suggest, Toilette. A little camaraderie. Schön mit Seife den Mund waschen. Okay. Fancy space gear is a little silly indoors, though it can double as hazard gear in a pinch. Toilette verstopft. Was haben wir hier? Habe ich da eben auch was zu gefunden? Da, guck mal, das habe ich da eben auch schon gesehen. Okay, vielleicht brauchen wir die für irgendwas. The big clunky lever on the cockpit ceiling will open the visor and get the manual controls going. Ah, guck mal hier. Okay, man kann hier rumballern. Timestamped and confirmed by scans. The AMR Galaxy Sakan is a privately owned mining rig, designed primarily for the collection of precious ores. It's also the final dive zone from the piracy lanes out to Alpha Hydrae. I'd be careful. Na komm, den kriegen wir auch noch da oben, ne? Something wrong with my thrusters. Perhaps the security field coming from the station is blocking our thrust. They seem not to want us landing. Okay. Hier ist die Küche.
wieder so? Irgendwas sind die ja gut. You might try. The life support safety. The life support safety firmware panels are hard locked by default. I may assert an override if the firmware is damaged or threatened. However, this does not appear to be the case. The connection's dead. Something on board is busted. It appears your leap drive may have overheated your communications array. You might try replacing the array's data packet cubes. So, kann man die dann öffnen? Guck ich noch nach. Guck mal hier. Wow! Holy shit! You should know the parole board will be concerned if Abigail's ship is destroyed by fire. Na, guck mal. Haust du da ab? Okay, wie kriegen wir das hin? Feuerlöcher oder sowas? Mr. Pike, the comm router's maintenance panel is smoking. The data packet cubes inside will be difficult to replace if they disintegrate. Geht das auf jeden Fall ein Kabel durch, ne? Das war's nicht. Nee, das auch nicht. Gucken wir uns mal kurz in der Küche um. Mal, hier ist noch so ein Ding. Aber nützt uns alles nichts, wenn wir... Ah, guck mal. Ah, so. Haben uns wieder einbekommen. That's one down, two to go. One more. Maybe next time, not using guidance hardware as a decoration. That should do it. If I'm lucky, the hail should patch through in the cockpit now. Signal confirmed. Looks fine. Picture looks accurate here, assuming you stand about 20 inches tall. Right. Sorry, buddy. Not a great time for jokes. Bad news. I'm Lieutenant Levine, the station's transport officer, and I can't let you land. What? Yeah, we have a situation, and I can't say much, but actually, it's pretty bad. Total lockdown. Nobody without the right paperwork allowed on or off till Umbra gets here. What's Umbra? Who or what is Umbra? They're the enforcement agency for the sector, and good or bad, what they say goes. Don't know what else to tell you unless you want to reach out to them or show me your extra special permit card. I'm hanging up now. You did remember to bring Miss Abigail's VIP permit card, I imagine. These are good, hard-hitting questions. Okay, wir sollen jetzt irgendeine Karte suchen. Okay, ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal hier auf. War ja eigentlich jetzt erstmal genug Stoff zum Zeigen. Und also ich finde, das Spiel macht jetzt nicht nur richtig guten Eindruck.
Hier ein bisschen hakelig, aber ansonsten von den ganzen Rätseln und so echt cool gemacht. Grafik, Look gefällt mir, auch diese Beleuchtung, die wir hier immer so krass sehen, gefällt mir richtig gut. Ja, wie gesagt, es müsste auf Deutsch sein. Ich habe selber Probleme, alles zu verstehen hier. Ich kann mir so einiges zusammendichten. Ich weiß, dass da auf der Station jetzt irgendwie ein Lockdown stattgefunden hat und wir nicht reinkommen. Wir müssen jetzt eine Karte suchen, die wir der Frau dann zeigen. Und wenn wir dann berechtigt sind, dann kommen wir auf diese Station. Also ja, also ich würde am liebsten das Game nochmal weiterspielen. Schreibt da gerne mal in die Kommentare, ob ihr da mehr von sehen wollt. Und ja, ich würde mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt auf meinem Kanal und unterstützt natürlich meine Arbeit dadurch auch. Abos sind mega wichtig, genau wie Kommentare, Likes und so weiter und so fort. Also eigentlich wie immer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!